Herr Minister, Professor Dr. Konrad Wolf, Minister in Rheinland-Pfalz für Kulturwissenschaft und Weiterbildung. Ich sage Kultur jetzt mal als erstes, weil ich habe extra meine Musikkrawatte heute angezogen. Wir kommen aber auch auf die Wissenschaft zu sprechen. Sie sind eigentlich ursprünglich gar kein Wissenschaftler gewesen. Ich habe gesehen, Sie sind Eltern haben einen Bauernhof gehabt. Sie haben sich ganz fleißig hochgearbeitet, Realschulabschluss, dann eine Elektrikerlehre und dann gedacht, das macht mir Spaß und ein Elektronikstudium begonnen und damit haben Sie es dann richtig weit hoch geschafft. Erzählen Sie doch mal. Ach, ich habe einfach verschiedene Dinge in meinem Leben gemacht, das ist völlig richtig, nach dem Realschulabschluss zunächst eine Lehre im Elektrohandwerk, dann letztendlich ein Studium der Physik an der Universität Regensburg. Ich habe Physik studiert mit dem Schwerpunkt Festkörperphysik, bin dann in die Halbleiter- und Mikroelektronikwelt gegangen, nach der Promotion zunächst zu einem Fraunhofer-Institut in Dresden, dann zu Siemens, das später Infineon dann letztendlich als Infineon AG selbstständig wurde, bin dann nach München gewechselt, war dort im Bereich Technologieentwicklung für Halbleiterbauelemente tätig, im Bereich der ersten Handys und der ersten Mobiltelefone, die damals entwickelt wurde. Und dann bin ich nach Rheinland-Pfalz gegangen, vor 20 Jahren, wegen einer Professur an die Hochschule Kaiserslautern und bin dann dort nach einigen Jahren Präsident der Hochschule geworden und nun seit 4 Jahren etwa Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. Warum verlässt man die Wissenschaft und geht in die Politik? Nun, zunächst einmal ist es ja so, dass Wissenschaft viele verschiedene Facetten hat. Ja, natürlich ist Forschung ein ganz entscheidender und auch sehr spannender Punkt in der Wissenschaft. Was mich aber interessiert hat von Anfang an, war letztendlich auch die Welt zu gestalten in einem gewissen Sinne. Das heißt, mir ging es wie immer in der Wissenschaft natürlich schon um Erkenntnisgewinn. Wir wollen die Welt verstehen. Seit wir Wissenschaft betreiben, im weitesten Sinne, wollen wir als Menschen die Welt verstehen. Aber natürlich ist mit wissenschaftlichen Ergebnissen auch immer die Welt gestaltet worden. Und der Bereich, in dem ich dann tätig war, Mikroelektronik, Halbleitertechnologie, im Prinzip die technologischen Grundlagen der Digitalisierung, hat natürlich einen sehr starken Gestaltungsfaktor. Bin dann im Hochschulbereich auch gewechselt an eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, weil ich mich auch mit Anwendungen weiter beschäftigen wollte. Dann bin ich Hochschulpräsident geworden in Kaiserslautern. Das ist natürlich auch eine Aufgabe, in der man auch gestalterisch tätig ist, in der man sich schon sehr stark mit Wissenschaftspolitik auch befasst. Und für mich war es letztendlich dann auch spannend, aus der politischen Rolle heraus Wissenschaft und dann eben auch Kultur und Weiterbildung mitzugestalten. Es ist eine sehr spannende Aufgabe, eine sehr vielseitige Aufgabe, an der ich sehr viel Freude habe. Obwohl Sie das ursprünglich eigentlich gar nicht wollten. Ich habe gefunden ein Zitat in einer mittelbayerischen Zeitung, Regensburg, wo Sie ja herkommen. Die haben dann unter der Überschrift, wie der Bauernbub Minister wurde, getitelt. Und da werden Sie zitiert, die Berufung war also eigentlich für Sie eine ziemlich gehörige Überraschung. Ich hatte mit Politik bisher nichts am Hut und gehörte auch keiner Partei an. Das ist in Teilen nur richtig wiedergegeben worden, in Teilen auch nicht ganz. Richtig ist, es war mir jetzt auch nicht unbedingt in die Wiege gelegt, zu studieren und Physiker zu werden. Ich bin aufgewachsen an einem Bauernhof in Niederbayern, in einem kleinen Ort. Es war auch eine sehr schöne Zeit dort. Ich habe dann eben erst ein Handwerk gelernt, was auch ganz naheliegend war. Und so im Laufe meiner Biografie als Jugendlicher entstand dann die Vorstellung, doch auch ein Studium aufzunehmen. Und dann bin ich in die Wissenschaft gegangen und mir hat dann letztendlich Wissenschaftspolitik auch immer mehr Freude gemacht. Natürlich war ich immer politisch ein sehr interessierter Mensch. Es war auch klar, dass die SPD für mich die naheliegende Partei ist. Insofern war ich schon ein politisch denkender und fühlender Mensch, auch ein politischer Mensch. Aber ich war nicht parteipolitisch engagiert, das ist richtig. Und dann kam irgendwann der Anruf von Malu Dreyer. Herr Wolf, könnten Sie sich vorstellen? Oder wie? Ja, ich war natürlich wissenschaftspolitisch engagiert als Hochschulpräsident. Ist man ja als Leiter einer Hochschule. Ist man natürlich als Präsident einer Hochschule. Und als ich dann gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, das Amt des Ministers für Wissenschaft und auch Weiterbildung und Kultur zu übernehmen, habe ich mich dieser Aufgabe sehr gerne gestellt, weil es eben ein
ein Amt ist, eine Rolle ist, in der man sehr viel auch gestalten kann. Wissenschaft liegt mir am Herzen. Ich bin seit 20 Jahren in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz liegt mir am Herzen. Und so kamen verschiedene Herzensangelegenheiten zusammen, die dann mich bewogen haben, dieses Amt sehr gerne zu übernehmen, das ich jetzt auch entsprechend seit 4 Jahren ausfülle. Nun, in den Corona-Zeiten heute spielt die Wissenschaft ja eine ganz wichtige Rolle. Man hört auf alle möglichen Wissenschaftler und wir haben so den Eindruck, die Kultur fällt im Moment so ein bisschen hinten runter. Das sehe ich nicht so. Wir diskutieren ja ganz intensiv gerade auch über Kultur. Natürlich geht Wissenschaft zurzeit sehr stark auch durch die Medien. Wir erleben ja im Prinzip wissenschaftliche Prozesse. Wie funktioniert diese Pandemie? Was lernen wir über diesen Virus? Wie wird auch ein Impfstoff entwickelt? Das heißt, was wir als wissenschaftliche Ergebnisse häufig erst über die Medien erfahren, erleben wir jetzt während der Entwicklung. Wir sehen auch, dass es auch zu bestimmten Phasen unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen geben kann, die dann durch wissenschaftliche Erkenntnisse, durch Forschung bestätigt werden, korrigiert werden. Sie konsolidieren sich zu einer wissenschaftlichen Erkenntnis, die dann auch tatsächlich valide ist. Und natürlich ist es für einen Wissenschaftler und Wissenschaftspolitiker auch sehr schön zu sehen, dass Wissenschaft so eine wesentliche Rolle spielt und Wissenschaft auch gehört wird bei den politischen Entscheidungen, wobei natürlich am Ende die Entscheidungen auch politisch gefällt werden müssen, die uns alle betreffen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse müssen auch bewertet werden, eingebunden werden und letztendlich dann in Maßnahmen umgesetzt werden. Aber wir diskutieren auch ganz, ganz viel über Kultur, weil wir natürlich den Anspruch haben, dass es unbedingt notwendig ist, dass wir die Kultur, wie wir sie kennen, auch erhalten. Bei uns in Rheinland-Pfalz bedeutet das natürlich, dass einerseits die großen Einrichtungen, die wir haben, die Orchester, wie hier die Philharmonie in Koblenz, aber auch die Theater mit ihren festen Ensembles, auch jetzt in Koblenz beispielsweise, aber auch in Mainz, in Kaiserslautern, in Trier, dass sie ihre Arbeit wieder aufnehmen können, dass sie wieder sichtbar werden. Aber es geht natürlich auch um die Kultur im ganzen Land, also vor allem auch um die freischaffenden Künstler und Künstler, um die gesamte Kulturszene. Denn Rheinland-Pfalz hat seit Jahrzehnten den Anspruch, und das ist die Kontinuität seit 30 Jahren in der Regierungspolitik in Rheinland-Pfalz, dass Kultur überall sehr nah und sehr zugänglich stattfinden kann und stattfinden soll. Das heißt, die Kultur soll zu den Menschen kommen, sie soll auch zugänglich sein für die Menschen. Darum bin ich sehr froh, und das wurde auch mit viel öffentlicher Förderung aufgebaut und entwickelt, dass wir Kultur nicht nur in den großen Städten haben, sondern auch in den ländlichen Räumen, auch in kleinen Orten, in ganz vielfältiger Art und Weise, mit Kulturzentren, mit Programmkinos, die ich in diesen Tagen auch besuche, mit vielen Kulturschulen, Kultureinrichtungen, Kunstschulen und so weiter. Also viel ehrenamtlichen Engagement, viel auch durchaus durch das Land immer wieder geförderten Engagement und Einrichtungen und eben dem Grundsatz Kultur in den Städten genauso wie in den allen Regionen des Landes, auch in kleineren Orten. Stichwort Förderung. Sie haben ja ein 6-Punkte-Programm Fokus Kultur aufgelegt. Gern dürfen Sie dazu auch was erzählen. Ja. Es war von Anfang an klar, dass natürlich von den Beschränkungen in der Pandemie die Kulturszene besonders betroffen sein wird, weil Veranstaltungen nicht mehr entsprechend in der gewohnten Art und Weise stattfinden können und vieles mehr. Und deswegen war auch klar, dass wir ganz am Anfang schnell reagieren müssen. Wir haben deswegen unser Förderprogramm, unsere Förderlinien umgebaut. Wir haben gesagt, natürlich können die Projekte, die schon auf den Weg gebracht sind, verändert werden, verschoben werden, ohne dass neue Förderanträge gestellt werden müssen. Wenn tatsächlich Veranstaltungen nicht stattfinden können, dann kann man entsprechend, wenn Geld schon verausgabt wurde, die Förderungen auch verwenden, um die Kosten aufzufangen und abzudecken. Von Anfang an war auch die Idee, in diesem Jahr trotzdem möglichst viel Kultur stattfinden zu lassen, damit die Künstlerinnen und Künstler weiterhin tätig sein können, aber damit die Menschen im Land natürlich auch in diesem Jahr Kultur erleben. Und deswegen begannen dann erste Formate auch wieder vor einigen Wochen in durchaus neuen Formaten. Es ist auch viel Neues entstanden. Gerade im Bereich der Digitalisierung sind neue Formate, neue Präsentationsmöglichkeiten entstanden. Das haben wir aufgenommen. Ich habe auch von Anfang an gesagt, wir brauchen ein Bund-Länder-Programm, um die Kultur zu stützen,
und zu unterstützen. Es hat dann beim Bund etwas lange gedauert. Darum haben wir das Landesprogramm vorab aufgesetzt mit den 6 Punkten. Das heißt eine Absicherung der kulturellen Einrichtungen mit Stipendien für die Künstlerinnen und Künstler, mit auch einem Digitalisierungspaket, mit einem Unterstützungspaket für Vereine im Bereich der Kultur und der Programmkinos, also mit verschiedenen Säulen und einer beachtlichen Summe von 15,5 Millionen Euro, die wir dafür eingeplant haben. Ich habe gesehen, in Ihrer Türöffner-Tour sind Sie morgen in Sembach bei einem Musikverein. Was werden Sie denen sagen können? Ja, zunächst einmal ist es wichtig, klar zu machen, dass Kultur eine ganz zentrale Rolle in unserer Gesellschaft hat und in unserem Land hat. Und dass wir deswegen natürlich auch Kultureinrichtungen und auch Vereine unterstützen bei ihrer Tätigkeit und sie, wenn sie jetzt in eine schwierige Situation kommen, sie entsprechend auch fördern und unterstützen, damit sie ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Es konnten ja verschiedene Beschränkungen auch wieder aufgehoben oder verändert werden. Das heißt, Kultur kann auch wieder stattfinden und entsprechend finden wir natürlich auch wieder mehr kulturelle Angebote, aber natürlich nach wie vor in veränderter Form. Denn es ist nach wie vor eine Abwägungsfrage. Es ist letztendlich natürlich Beschränkung durch die Pandemie erforderlich. Und auf der anderen Seite soll so viel Kultur wie möglich auch wieder stattfinden können unter den Notwendigkeiten und unter den notwendigen Veränderungen, die jetzt durchgeführt werden müssen. Also konkret, wenn ein Verein dann halt keine Einnahmen mehr hat, weil der Musikverein nicht mehr spielen kann, die müssen ja trotzdem ihren Dirigenten weiter bezahlen. Das gilt ähnlich für Chöre. Hoffen Sie, dass das große Sterben der Chöre ausbleiben wird? Wir haben ja das Paket gerade aufgesetzt, damit eben Vereine, die in solche Krisen geraten, unterstützt werden können und entsprechend auch die Arbeit weitergeführt bzw. wieder aufgenommen werden kann. Es ist ganz wesentlich, dass wir diese kulturelle Basis bei uns im Land erhalten können und wir werden sie auch erhalten, da bin ich mir ganz sicher. Also da werden auch Anträge gestellt? Natürlich, das ist ja genau so vorgesehen und da werden entsprechend auch Anträge gestellt und entsprechend werden den verschiedenen Paketen, die wir aufgesetzt haben, dann auch die Bewilligungen erfolgen und sie erfolgen ja auch schon. Denn ich meine, auf der anderen Seite sind ja wohl viele Gelder frei geworden durch Veranstaltungen, für die zum Beispiel im Kultursommer Gelder zugesagt waren, die dann abgesagt werden müssen. Oder wird das einfach fürs nächste Jahr aufgehoben? Nein, das sind die 15,5 Millionen Euro, ist zusätzliches Geld. Und das ist letztendlich sondern zusätzlich haben wir natürlich die Gelder, die wir normalerweise als Förderung verwenden im Kultursommer. Die werden aber aufgewendet, damit eben in veränderter Form Veranstaltungen oder Projekte durchgeführt werden können, damit auch Kosten aufgefangen werden können. Es kam zum Beispiel ja auch zu neuen Formaten im Bereich von Autokinos und Ähnlichem. Das haben wir dann unterstützt. So haben wir letztendlich diese Finanzmittel auch anders verwendet, für andere Projekte und andere Formate verwendet. Ja, es geht um Sachmittel, aber natürlich auch um personelle Dinge. Wir haben das eben im Vorgespräch schon mal so kurz anmoderiert. Für uns als offenen Kanal wäre es zum Beispiel eine riesige Hilfe, wenn wir eine zweite FSJ-Stelle bekommen könnten für diesen Bereich Kultur, für diesen Bereich der vielen Anfragen, die wir bekommen. Könnt ihr nicht uns die Technik zur Verfügung stellen, einen Gottesdienst zu streamen oder ein Konzert live zu übertragen? Gibt es da vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, und wenn man es jetzt befristet machen würde, mal für ein Jahr eine weitere FSJ-Stelle zu finanzieren? Im Kulturpaket haben wir in dieser Digitalisierungsmaßnahme zunächst Infrastruktur vorgesehen, weil es sehr viele Initiativen gibt in einer großen Breite von ganz unterschiedlichen Einrichtungen und ganz unterschiedlichen Organisationen und Personen. Und wir wollen damit letztendlich die Personen, die Einrichtungen in die Lage versetzen, technisch auf einen Stand zu kommen und professionell letztendlich auch digitalisiert Angebote zur Verfügung zu stellen, um sozusagen auch ein Kulturschaufenster des Landes aufzubauen und zu präsentieren, damit auch andere Formate eben zur Verfügung stehen,
auch wenn Veranstaltungen nicht in der ursprünglichen oder in der üblichen Form durchgeführt werden können, dass eben andere Formate zur Verfügung stehen. Ich glaube, da wird auch vieles bleiben. Das ist nicht zeitlich begrenzt, sondern es wird sich ein neues Gleichgewicht herausbilden zwischen klassischen Formaten. Wir wollen ja zusammenkommen, wir wollen Kultur gemeinsam erleben. Das ist ja auch, hat ja auch einen sozialen Aspekt. Aber es wird in Zukunft auch sehr viel mehr digitale Präsentation von Kultur geben und entsprechend auch mehr digitale Formate. Und dann muss natürlich auch die technologische Basis und die technologische Ausstattung dafür da sein. Ja, Sie haben sicher schon auch gehört, wir wollen in Koblenz im November, und zwar noch dieses Jahr, vom 6. bis 8. November, soll die Deutsche Chormeisterschaft stattfinden, ein Projekt von Interkultur. Ich bin hier in Koblenz mit im Vorbereitungsteam für die Organisation. Wir machen das in enger Verbindung auch mit der Stadt Koblenz. Da sind natürlich auch, es wird unter ganz anderen Bedingungen stattfinden, als wir es ursprünglich geplant haben. Es werden wahrscheinlich keine 60 bis 80 Chöre kommen können. Aber wenn es vielleicht dann 20 sind, und dort werden dann auch die Wettbewerbe halt gestreamt werden müssen. Also wir versuchen uns schon auf die neue Situation einzustellen. Und ich finde es das ist gut, natürlich dass das bei Ihnen auch angekommen ist und dass das unterstützt wird und gehört wird. Das beobachten wir an sehr vielen Stellen, dass sehr flexibel jetzt auf die Situation reagiert wird und einfach auch umgeplant wird und nach Wegen gesucht wird, wie man eben kulturelle Veranstaltungen durchführen kann, die anders geplant werden, die aber jetzt in veränderter Form eben trotzdem stattfinden sollen, damit Kultur eben auch präsent ist und weiterhin auch zu den Menschen kommen kann und die Menschen zur Kultur kommen können. Stichwort Schulen, das ist natürlich jetzt nicht Ihr Bereich, aber im Bereich der Kultur natürlich doch. Mich persönlich trifft es, indem ich wirklich besorgt bin darüber, wenn ich höre, es soll also im nächsten Schuljahr dann keine Chor-AGs geben, keine Orchester-AGs, es wird sich konzentriert, da sind wir wieder bei der Eingangsfrage der Wissenschaft, es wird sich konzentriert auf Hauptfächer, Mathematik und Deutsch ist jetzt wichtig, auch in dieser Sommerschule, die jetzt angeboten wurde. Müssen wir nicht die Fahne der Kultur da doch ganz hoch halten? Denn ich meine, wenn ein Chor in der Schule mal ein ganzes Jahr lang nicht stattfinden darf, im künstlerischen Bereich ist es ähnlich oder im Sport, ist das nicht im Moment ganz gefährlich, dass man sagt, wir geben Milliarden aus für diese Hauptfächer, für die wichtigen Dinge unserer Wirtschaft und andererseits. Kulturelle Bildung ist für mich ein ganz zentrales Thema. Deswegen fördern wir die kulturelle Bildung auch sehr stark. Das machen wir in Rheinland-Pfalz auch schon seit vielen Jahren. Jedes Kind, jedem Kind seine Kunst ist ja eine ganz zentrale Maßnahme, ein ganz zentrales Programm, mit dem eben Künstlerinnen, Künstler auch in Schulen arbeiten, mit Schülerinnen und Schülern arbeiten und verschiedene Kultur- und Kunstformen nahe bringen, wobei es vor allem dazu führen soll und darum geht, nicht nur Kultur zu ermöglichen, sondern tatsächlich Kinder und Jugendliche zur Kultur auch hinzuführen, damit sie eben nicht nur die Möglichkeit haben, wenn sie auf Kultur stoßen, künstlerisch selbst auch Erfahrungen zu sammeln und tätig zu sein, sondern Angebote zu schaffen, sie zu motivieren, hinzuführen, um Kunst und Kultur zu begegnen, aber auch selbst in verschiedensten Formen künstlerisch tätig zu sein, sich selbst letztendlich zu erfahren, auch eigene Kompetenzen zu entwickeln und damit auch einen Zugang zu finden zur Kunst und Kultur. Das ist für die eigene Entwicklung sicherlich ganz zentral wichtig. Aber da sagen wir auch ganz klar, dass der Unterricht wieder in allen Bereichen stattfinden soll. Das ist auch völliger Konsens, dass es hier nicht darum geht, jetzt bestimmte Bereiche in den Vordergrund zu rücken oder andere Schwerpunkte zu bilden, sondern in allen Fächern und gerade auch in der Musik und in der Kultur soll auch letztendlich Schule wieder stattfinden. Kommen wir jetzt noch mal zum Bereich der Hochschulen. Sie kommen gerade von der Hochschule heute. Diese Geschichte Trennung Koblenz-Landau, möglicherweise Fusion Landau-Kaiserslautern ist ein Thema, das im Moment wirklich sehr heiß diskutiert wird. Ja, das ist auch sehr gut so, denn es zeigt, dass Wissenschaft, dass Hochschulen ganz zentral sind im Bewusstsein
der Menschen und letztendlich natürlich auch gerade in den Städten, in denen wir Hochschulen haben. Unsere Hochschulen haben sich ja ganz dynamisch entwickelt. Wir haben sehr starke Hochschulen in Rheinland-Pfalz. Es sind die Studierendenzahlen in den letzten 10, 15 Jahren sehr stark gewachsen. Gerade hier in Koblenz sind sie sehr, sehr stark gewachsen. Wir sind mittlerweile eine Wissenschaftsgesellschaft. Die Hälfte der jungen Menschen studiert, erlebt damit Wissenschaft, wie Wissenschaft entsteht, erlebt wissenschaftliche Prozesse selbst in der eigenen Biografie. Und wir erleben ja auch, wie wissenschaftliche Ergebnisse, Forschungsergebnisse unser Leben permanent bestimmen und stark verändern. Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften schaffen die Technologie, entwickeln die Technologie, die dann mit Informatik, Mathematik in Digitalisierungsprodukte überführt werden. Man muss ja erst heute noch daran erinnern, dass vor 20 Jahren erst, das ist ja nicht lange her, die Welt der Smartphones begann und die Digitalisierungswelt, wie wir heute kennen, die unser Leben völlig verändert hat. Das heißt, unser individuelles Leben verändert sich, es verändert sich die Gesellschaft. Für all das ist Wissenschaft, ist Hochschule ganz zentral wichtig. Und so haben Hochschulen heute natürlich eine zentrale Rolle, aber auch eine ganz zentrale Verantwortung. Wir haben uns die Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz dann sehr genau angeschaut, auch unter Einbeziehung einer externen Expertengruppe mit Persönlichkeiten aus ganz Deutschland, die in ihren Abschlussbericht sehr klare Empfehlungen auch formuliert haben. Die haben wir uns auch nochmal sehr stark angesehen, haben sie bewertet und haben dann die Grundsatzentscheidung gefällt, Koblenz-Landau als Universität zu entflechten, Landau mit Kaiserslautern zusammenzuführen. In Koblenz vor allen Dingen deshalb, weil die Universität Koblenz, die Stadt, die Region ein sehr hohes Potenzial hat. Hier neue Kooperationen zu finden, Schwerpunkte weiterzuentwickeln, die schon da sind, in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften, in der Informatik, neue Schwerpunkte hinzuzunehmen, die jetzt diskutiert wird. Das ist natürlich ein Prozess, der sehr, sehr große Chancen bietet. Koblenz kann hier an der Universität, aber auch mit den Partnern, mit der Hochschule Koblenz, mit Außerhochschulpartnern auf eine sehr gute Substanz zurückgreifen. Und hier wird ein sehr starker Hochschul- und Wissenschaftsstandort, der heute schon ist, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sicherlich noch einmal sehr, sehr stark wachsen und noch mal sehr viel ausgeprägter und sehr viel stärker werden. Warum wehren sich dann alle so dagegen? Ich würde das nicht als Wehren bezeichnen, sondern es ist letztendlich eine Diskussion, wie will man sich weiterentwickeln, und es ist ein Prozess, der über Stufen erfolgt. Nach der Analyse, nach der Entscheidung sind wir jetzt in der Umsetzung. Natürlich ist es eine ganz starke Strukturveränderung, die dazu führt, dass man sehr intensiv diskutiert. Wie will man sich weiterentwickeln, auf welchen Zeitskalen und welche Stufen wird man durchlaufen? Und genau diesen Prozess haben wir jetzt, dass wir Stufe für Stufe weiterentwickeln und letztendlich dann Stufe für Stufe auch die Universität fortentwickeln, zusammen mit den Partnern und damit dem Wissenschafts- und Hochschulstandort Koblenz. Und wenn es dann um Geld geht, dann wird das entsprechend für die Stufe auch finanzierbar sein. Wir haben ja zunächst gesagt, wir müssen die Universität Koblenz-Landau technisch, also verwaltungstechnisch, entflechten, Kaiserslautern und Landau zusammenführen. Das sind ganz praktische Maßnahmen, die erforderlich sind im Bereich des Datenmanagements, im Bereich der Leitungsstrukturen, im Bereich der Veränderung von Satzungen und so weiter. Das ist der Kernbereich, für den haben wir 8 Millionen Euro vorgesehen. Darin sind nicht enthalten letztendlich Profilbildungsprozesse in Lehre und Forschung. Das werden wir jetzt und in den nächsten Jahren diskutieren und dann werden wir Schritt für Schritt auch in die Umsetzung gehen. Wir brauchen uns also in Koblenz keine Sorgen um unsere Hochschule zu machen. Koblenz ist gut aufgestellt. Und Koblenz wird sich an der Universität und insgesamt mit als Wissenschaftsstadt sehr, sehr gut weiterentwickeln. Herr Minister, gut aufgestellt ist ein schönes Stichwort. Es geht jetzt nicht um aufgestellt, sondern um Laufen. Ich habe gelesen, Sie haben gesagt, ich laufe dreimal die Woche mindestens 10 Kilometer. Kommen Sie da im Moment auch noch zu? Zweimal die Woche komme ich dazu, manchmal auch dreimal. Es ist einfach schön, auch draußen zu sein. Ich laufe oft morgens, gleich in der Früh. Das ist eine
das ist einfach eine schöne Zeit und es ist eine schöne Möglichkeit, auch letztendlich eigenen Gedanken nachzuhängen, die Natur zu genießen und ein schöner Sport. Und abends dann auch mal ins Konzert gehen wieder? Ja, natürlich, sehr oft. Gerade jetzt kommen ja auch viele Veranstaltungen und Formate ins Rollen, die ursprünglich anders geplant waren im Rahmen des Kultursommers, jetzt aber doch in veränderter Form stattfinden können. Und da habe ich sehr oft, Gott sei Dank, die Gelegenheit, sehr viel Kultur auf ganz unterschiedliche Art und Weise in allen möglichen Sparten kennenzulernen und ihnen zu begegnen und mich daran zu erfreuen. Ja, wir sind zum Beispiel engagiert bei einigen Projekten mit Villa Musica und auch mit dem natürlich der Landesmusikakademie in Engers im Schloss. Und wäre natürlich schön, Sie da auch irgendwann mal wieder zu sehen bei einer Veranstaltung. Ja, wir werden Sie da bin ich natürlich öfter und einladen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und ich freue mich, wie gesagt, dass Sie den offenen Kanal besucht haben, dass Sie ein offenes Ohr haben für die Kultur und für Ihre weitere Tour wünsche ich Ihnen, dass Ihnen noch viele Türen geöffnet werden, so wie bei uns. Unsere wird Ihnen jederzeit offen stehen. Wir freuen uns jederzeit, wenn Sie wieder mal bei uns vorbeischauen. Alles Gute für Ihre Arbeit. Herzlichen Dank. Ich komme auch gerne wieder.